So, hey Leute, hier ist wieder MoFonGen und TV. Es war tatsächlich ein Bug, die Frau ist jetzt weg, ich musste das Kapitel nochmal neu starten, ist auch gar kein Thema. Und auf jeden Fall können wir jetzt hier durch, die ist wie gesagt da hinten und jetzt laufen wir mal hier runter. Wir müssen hoch. Alter, der eine geht hier runter. Alter, wo soll ich denn hier hin? Okay, er geht wieder hoch. Moin! Scheiße. Ich muss doch runter. So, da muss ich hin. Alter, ich möchte hier vorbei. Specki, dreh dich mal weg. Das ist pervers, ey. Wow! Fertig auf der Krankenstation. Zurück in den Hof. Jo, alles klar. Dup, dup, dup. Lalala. Wir dürfen nicht laufen. Sonst werden wir vielleicht noch entdeckt. Fuck, ich muss wieder 7-Up trinken. 7-Up, ich brauche es zum Überleben. Ach so, zwischen die Beine geschoben und aufgedreht. Oh, telefonieren. Ach, sehr lecker. Oh, Wahnsinn. Und wieder zudrehen. Schofield nimmt Medikamente, um jeden Tag auf die Krankenstation zu kommen. Doch noch weiß ich nicht, wieso. Verdammt, finde mehr heraus. Halte Schofield unbedingt auf. Aber lass Burroughs in Ruhe. Er muss wie geplant auf den Stuhl. Ansonsten stecken alle ihre Nasen in Dinge, wo wir keine Schnüffelei gebrauchen können. Oh oh. Hey, Kumpel. Was? Krieg bricht aus und du scheinst die falsche Hautfarbe zu tragen. Jemand könnte einen Fehler machen und dir deinen Arsch aufreißen. Hab ich recht, Brüder? Genau. Wir könnten dabei zusehen, oder wir könnten es verhindern. Ich soll etwas für dich tun, ja? Na also, schon sind wir auf gleicher Wellenlänge. Ich brauche einen schönen Batzen eines Medikaments namens Pugnack. Die bunkern es in der Klapse. Geh doch selber hin. Wenn ich's hole, hältst du mir den Rücken frei? Als wärst du mein Bruder. Abgemacht. Bist du sicher, dass es im Irrenhaus ist? Ja, in einem Stahlschrank. Du brauchst einen Dietrich. Und pass auf die J-Cats auf. Diese Typen sind verrückt. Die was? J-Cats? Wenn jemand weiß, wo man einen Dietrich herkriegt, dann Abruzzi. Kann man wieder trainieren? Okay. Na los, schlag zu! Blocken! Na los, schlag zu! Aber ich bin schon doch schon total. Ich bin doch total ausgebaut schon. Kann doch gar nichts mehr machen hier. Los, Dietrich, gib her! Hi John, wie geht's Tietz? Redet immer noch nicht. Ich brauche einen Dietrich. Sehe ich vielleicht aus wie eine Eisenwarenhandlung? Nein, du siehst aus wie ein Typ, der hier das Sagen hat. Ganz richtig. Ich sag dir was. Fiorello hat sein Messer verloren. Er braucht aber eins, wenn das Fass voll Kacke überläuft. Besorg mir ein ordentliches Küchenmesser und ich besorg dir den Dietrich. Geht klar. Vor der Küche streichen ein paar Leute die Wände. Bring es mir dorthin.
Okay. So, und wir sind wieder in Cognito. Durch manche Türen kannst du hindurch spähen. Also bis jetzt so ziemlich alle, glaube ich, die ich betreten konnte. Oder durch die ich gucken konnte. Jojo! Meine beleuchteten Bereiche beim Umherschleichen. Hätte ich jetzt auch wieder nicht gedacht. Auch wieder sehr scharfsinnig. Alter. Das war knapp. Ach, hier ist doch der Laden. Okay. Klettermax. Bye bye. Stiehl ein Messer. Oh, hier sind Köche, wollt ihr mich verarschen? Wie viele? Nimm das Hündchen raus. Nein. Alter, ich kann das doch jetzt nicht nehmen. Ey Leute, ich kann das nicht. Zack. Gib Abruzzi das Messer. Geh schön wieder zurück da hinten. Oh. Geh zurück, da brennt was an. Jetzt geh! Du sollst doch nicht stehen bleiben. Die Kartoffeln brennen! Ich hab doch gesagt, jetzt gehen wir zurück da. Dir brennt da die ganze Bude gleich ab. Du brauchst Werkzeug. Scheiße. Wow. Ey, entlass mal den Koch da, der macht ja gar nichts mehr. Ihr habt mich alle nicht gesehen. Gib Abruzzi das Messer. Kann er mich da hinten sehen? Nee. Oh, Alter, das sind ja meine Leute. Das sind die ja hier. Wow, gut gemacht, Paisano. Das gleitet durch das schwarze Fleisch wie durch Butter. Schätze, ich werde die Typen zurückpfeifen, die dich kalt machen sollten. War bloß ein Spaß, Frischling. Sehr komisch. Hier, hängen viele Erinnerungen dran. Pass gut drauf auf. Danke für den Dietrich. Ich hab den Dietrich. Jetzt kann ich Sinod das Pugnack besorgen. Nächster Halt, Irrenhausen. Das ist immer keiner irgendwie... Okay. Links, rechts, Spanner... Und in der Mitte Dingens, okay. Alter, ist das schwer. Alter, wie geht denn das? Wie hoch müssen die Bolzen denn? Lol. Ja, das geht gar nicht. Lol. Lol. Hä? Das klappt nicht. Die bleiben nicht oben. Oder
Ich kann meine Maus nicht mal so hochschieben. Ey, wollt ihr mich verarschen, ey? Das kann nicht so schwer sein. Lol. Zwei habe ich geschafft, aber wie habe ich das gemacht? Ich habe die irgendwie so komisch da hochgestoben, ey. Aha. Habe ich doch jetzt irgendwie nicht kapiert, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ach du Scheiße, ey. Wow. Eigentlich jeder. Ja, redet mal ein bisschen miteinander. Und auch weggedreht. Boah, ich traue mich schon wieder gar nichts mehr zu reden. Ach so, ging das okay. Alter. Ja, sieht doch schon ganz schön nach Irrenhaus hier aus, wenn ich ehrlich bin. Wie komme ich da nur rein? Ins Auto? Nee. Kisten wegschieben? Nee. Klettern? Nee. Und nu? Ah, okay, cool. Oh. Alter, das Spiel ist geil, das Spiel ist geil. Das macht Bock. Bück dich. Alter. Weil er hat mich gar nicht gesehen. Ich hätte gedacht, er sieht mich wenigstens so ein bisschen. War gar nicht. Finde Pucknack. Das ist dieses komische Zeug, ne? Aha. Betreten! Klappe auf und schon ist er drin. Das nenne ich mal... ja, Sportlichkeit. Verdammte Sprinkler sind wieder undicht. Ich habe den Haupthahn zugedreht, solange dran gearbeitet wird. Hauptventil? Wo denn? Hier, das, hier ist gerade einer. Bringt alle hier raus! Dreh das Wasser ab! Ah!
Nein! Fuck. Wieso sehen die mich immer alle? Ich glaube, ich muss mich aber auch gar nicht so beeilen. Oh, dieser Pisser immer. Hier nicht raus, ich warte. Alle raus, es regnet. Oh nein. Kommt noch gleich noch mehr. Wo ist denn der andere da? Da ist er. Direkt auf mich zu. Na toll. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich glaube, ich war irgendwie nicht schnell genug. Wieder warten. Na, du auch noch und du auch noch. So, und jetzt gehen wir raus. Kommt doch bestimmt gleich wieder mit seiner Lampe. Nö. Da ist er doch wieder. Er kommt mit seiner Lampe. Ich bin nicht da. Geh weg. Geh weg. Sehr schön. Ein bisschen kann ich es jetzt aber irgendwie. Müssen wir irgendwie wieder raus. Alter. Lol, mit einer Spritze. Mir geht's ziemlich beschissen. Klicken, klicken. Oh yeah! Das war aber nicht gerade ohne da, wie er mir die Spritze in den Bauch gerammt hat. Schon heftig, aber war eine geile Mission, also echt. Sehr hammer Spiel irgendwie. Ich kann es nur empfehlen. Gibt's doch bestimmt auch schon jetzt für ein Apple und Ei irgendwo zu kaufen, oder? Mach er wieder! Was machst du denn? Wenn die dich hier schnappen, gehst du für Monate in den Bunker. Was soll ich denn machen, wenn ich bewusstlos bin? Danke, alter Mann. Hey Kumpel, was ist mit dir passiert? Nein, Pugnack. Du bist wie der Postbote. Du lieferst zuverlässig. Keiner kann verhindern, was da aufzieht. Aber meine Jungs und ich werden dich so gut es geht schützen. Achtung! Vor die Zellen! Sträflinge, T-Bag, zurück auf deinen Platz! Ich brauche Verstärkung! Ich sagte, zurück auf deinen Platz! Oha, es geht ja schon hardcore-mäßig los hier. Hey, Milchgesicht! LOL! Okay, aber jetzt nicht mehr. Boah, geklopft wird nächsten Part, dann habt ihr was, worauf ihr freuen könnt. Bis dann und tschüss!